Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Das hier wird ein Wehentagebuch. Die letzten Wochen vor der Geburt. Ich möchte das gerne festhalten als Erinnerung. Bei Jamie habe ich das auch gemacht. Ich habe aber nicht alle Szenen gezeigt. Ich habe sehr viel privat gehalten, genau wie Geburtsvlog privat ist. Und diesmal gucke ich einfach mal, was ich zeigen möchte und was nicht. Genau. Ich bin jetzt gerade in der 33. Schwangerschaftswoche, genau genommen 32 plus 4. Ich hatte jetzt gerade mal wieder Senkwehen. Vor ein paar Minuten. Ich habe leicht feuchte Augen. Es war zwar schmerzhaft, aber es waren jetzt so um die 5 bis 10 Minuten Wehen. Zieht im Rücken, zieht an der Leiste runter, richtig Druck nach unten. Muss die auch veratmen. Aber sie waren nicht so schmerzhaft wie sonst die Tage immer, wenn ich sie mal immer wieder hatte. Aber ich musste weinen, weil so die Emotionen hochkamen. Ja, einfach nur die Emotionen. Ja, mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin in der 37. Woche, genau 36 plus 6. Hatte jetzt eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ich habe nicht genau auf die Uhr geguckt. Durchgehend Übungswehen. Die haben mich total müde gemacht. Schwindelig gemacht, Übelkeit und dabei Senkwehen. Deshalb lag ich. Dadurch waren die Senkwehen ein bisschen unerträglicher. Ich weiß nicht warum, aber immer wenn ich Wehen habe in dieser Schwangerschaft, heule ich. Aber die sind nicht so schmerzhaft, dass man heulen muss, sondern es kommt einfach raus. Ja, genau. Der Druck nach unten war ganz schön heftig, dass ich mit Jimmy in die Badewanne gegangen bin. Und jetzt ist es weg. Deshalb auch nasse Haare. Ich bin in der 39. Woche, aktuell 38 plus 1. Wir waren gerade einkaufen. Ich hatte beim Einkaufen Senkwehen, musste immer wieder in mich kehren, alles so von mir abfallen lassen, atmen. Kevin hat eigentlich den Einkauf gemacht. Ich habe dabei auf Jamie geachtet. Genau, dadurch ging das eigentlich ganz gut. Jetzt beim Auspacken wurden weniger die Senkwehen. Genau. Flieger. Ja, deshalb stehe ich auch hier. Ich habe nämlich gerade Shampoo eingeräumt in den Schrank. Die haben nämlich bei Kaufland jetzt festes Shampoo. Ich bin in der 39. Woche, aktuell 38 plus 2. Ich habe wieder Senkwehen. Es zieht immer wieder ganz schön, aber wie man sieht, ich kann hervorragend mal lächeln. Das ist alles bestens. Ich saß auch gerade, nicht 20, 25 Minuten auf dem Gymnastikball. Kevin hat mir jetzt Luft drauf gemacht, dass es bequemer ist. Ja, mal gucken, wie oft die jetzt kommen. Ne? Jetzt hatte ich ja gestern, heute, morgen wieder welche da sind. Ich war gerade mit Jamie duschen. Die Wehen sind immer noch da. Ja, mal gucken. Also es zieht jetzt die Innenseite und die Außenseite von der Oberschenkel mit runter. Ja, ich bin einfach gespannt, was sich so die nächsten Tage entwickelt. Ja, kann auch was werden. Ich bin in der 39. Woche, genau 38 plus 3. Der dritte Tag mit Wehen. Diesmal eher nur so Unterleibschmerzen, sind aber ziemlich heftig. Ich kenne es bei Jamie nur von dem Tag, wo es losging. Hab meinen Gymnastikball hier, hab Musik an. Den musste ich jetzt ja logischerweise pausieren. Wegen der GEMA. Aber ich muss sie sofort wieder an, setze mich wieder auf meinem Gymnastikball. Jamie hat jetzt hier mit seinem Parkhaus gespielt und mit der Küche. Ne?
Ja. Ja, mal schauen, wo das hinführt. Ich bin in der 39. Schwangerschaftswoche, genau 38 plus 4. Ich habe keine Senkwehen oder so ein Ziehen, sondern nur einen Schambereich, also ab da, wo die Schamhaare wachsen, in dem Bereich, so ein Ziehen. Innen drin fühlt sich das an, wie wenn man frisch verliebt ist, so Schmetterlinge im Bauch, halt nur unten in dem Bereich. Also ganz, ganz crazy, verrückt. Ja. Wenn ich sitze oder liege, ist das angenehm. Na, jetzt hat sie gerade getreten. Angenehmer. Als wenn ich stehe. Wenn ich stehe, ist da so mehr Druck noch mit bei. Und das ist dann doch unangenehm. Ich bin in der 40. Woche. Die Nacht war schwieriger. Wegen Wehen technisch. Wehen. Bin ich mehrmals wach geworden, Senkwehen. Konnte tatsächlich aber im Sitzen schön atmen. Und ja, beim Schlafen gehen. War ja Einschlafbegleitung, das war jetzt nicht so praktisch. Hatte ich Senkbeen, konnte nicht mal liegen bleiben, bin dann aufgestanden, ja, und dann ist Jamie halt nochmal richtig aufgedreht. Ich hatte ihn dann wie so ein kleines Baby auf dem Arm über dem Bauch hier quer gehalten. Wir haben gekuschelt und dann habe ich halt auf den Gymnastikball gesessen und habe Becken gekreist. Ja, und dabei geatmet. Das tat uns beiden eigentlich gut. Ja. Ach, schon verrückt. Also mit einem Kind das nochmal so zu erleben, ist eine ganz andere Hausnummer wie die Wehen alleine. Ja, in der 40. Woche. 39 plus 1. Hatte heute einen Kontrolltermin im Krankenhaus und ja, möchte gar nicht genau drauf eingehen, wieso, weshalb, warum. Das mache ich im Schwangerschaftsupdate, aber ich möchte halt festhalten, dass ich jetzt alles Mögliche tue, um die Wehen zu fördern, weil ich am ET, das heißt den Sonntag, eine Einleitung kriegen soll. Und wegen Corona-Vorschriften wäre ich alleine. Das könnte eine Prozedur werden, was ich nicht schön für mich oder fürs Baby fände. Alles, was für mich Stress bedeutet, geht ja auf das Baby über. Und ich weiß noch, bei Jamie in der Austragungsphase, das heißt da, wo du pressen darfst, da war ich hinterher so überfordert, dass ich halt nicht mehr atmen konnte und Jamie einfach keine Versorgung mehr hatte und dadurch, dass ich am CTG angeschlossen war, hast du natürlich das gehört. Es ist unschön, das zu hören. Und die Hebamme hat ja dann mich geschnitten. Die Ärztin hat von oben geschoben und das waren enorme Schmerzen. Und ich bin trotzdem dankbar, dass sie es gemacht haben, damit halt Jamie schnell rauskam. Ja, ich möchte einfach es entspannt genießen, die Zeit. Deshalb im gewohnten Umfeld, wo man sich wohlfühlt und nicht, man weiß ja bei einer Einleitung nicht, wie lange es dauert. Ob es jetzt innerhalb von 3 Stunden losgeht oder 4 Tage dauert. Ja, im schlimmsten Fall dann halt so lange allein zu sein, isoliert. Ohne Kind, Mann. Jetzt muss ich gleich dann alles regeln, damit Jamie geregelt einen Ablauf hat. Weil er ist ja noch voll in der Kita-Eingewöhnung. Mein Mann kann sich noch keinen Urlaub nehmen, sonst fällt das hinterher im Wochenbett. Da brauche ich Hilfe. Das heißt, Oma, Opa müssen Jamie den ganzen Tag dann beaufsichtigen, wenn ich im Krankenhaus sein sollte. Ja, meine Hebamme kommt morgen vorbei. Und besprechen wir nochmal. Ja. Sind einfach so viele Gedanken. Also, wie gesagt, Wehen hatte ich schon. Jetzt tue ich halt alles, um noch weiter die Wehen anzuregen, spazieren gehen, Treppen gehen und
Und habe mir gerade ein Porridge gemacht mit Zimt. Ich mag sowas gar nicht. Ich habe mich gezwungen, das zu essen. Naja, gucken, wo es hinführt. Ne? Ich meine, jede einzelne Wehe, die ich jetzt vor der Einleitung habe, bringt mich mein Baby ein Stück näher. Selbst wenn es trotzdem eine Einleitung wird. Aber jede Wehe bringt mich halt schon ein Stück näher. Kann man mal einfach nur hoffen, dass es spontan wird, dass ich die Unterstützung von meinem Partner einfach habe und diesen ganzen anderen Stress nicht, die Gedanken habe. Ich bin in der 40. Woche, genau 39 plus 3. Heute Morgen war ich spazieren, um die Wehen anzuregen. Hatte da vereinzelt zwei oder drei Senkwehen. Waren ziemlich kurz, so 10 Sekunden oder so. Kein allzu starker Schmerz, so Skala von 1 bis 10 bei 1. Dann habe ich Globulis aus der Apotheke geholt, die Hebamme mir gesagt hat. Ich komme gerade nicht auf den Namen. Im Schwangerschaftsupdate werde ich sie zeigen. Genau, die habe ich jetzt gerade drüben im Wohnzimmer. Die habe ich dann genommen. Ich soll sie 3 bis 5 Mal am Tag nehmen, 5 Kügelchen. Dann habe ich viel im Haushalt gemacht, um in Bewegung zu sein. Wir haben scharfes Essen bestellt, weil ich wusste nicht, was ich machen soll an Essen. Und dann dachte ich, komm, scharfes Essen regt die Wehen an. Anna hat mir das auch nochmal geschrieben. Die hat mir, ich glaube, 2 oder 3 Bilder geschickt, was alles die Wehen anregt. Ja, da habe ich auch nochmal drauf geguckt, da stand das auch mit bei. Ja, habe das dann halt gemacht. Senkwehen hatte ich jetzt nicht beim Essen, aber Übungswehen. Ich hatte die ganze Zeit einen harten Bauch und das war ja auch schon mal was. Was habe ich noch gemacht? Viel Himbeerblättertee getrunken. Dieses M, ne? Es tut mir leid. Es sind einfach so viele Informationen, die auf einen einprasseln. Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall Termin wegen Wehencocktail für morgen. Das heißt 39 plus 4. Morgen Abend soll dann der Wehencocktail stattfinden. Ja, ich bin gespannt, ob dann bis dahin was sich getan hat hier. Oder ob dann dieser Wehencocktail dann dazu führt, dass ich entbinde. Ja, gerade bin ich noch gut 40 Minuten ums Haus gelaufen. Das heißt, wenn was gewesen wäre, hätte mein Mann Kevin halt eingreifen können. Ich war nicht weit weg, bin immer nur ums Haus rum. Danach nochmal Treppen gestiegen, weil Treppensteigen soll ja auch fördern. Finde ich irgendwie nicht so produktiv, weil man viel zu schnell außer Atem ist. Klar, man soll was Anstrengendes machen, aber man muss ja noch Energie haben. Auch wenn jetzt die Wehen angeregt werden für die Geburt. Und ich war heute nach 8 Minuten fix und alle. Hab mich jetzt auf die Couch gelegt. Auf die Couch, aufs Bett hier gelegt. Dachte ich, quatsch einmal in die Kamera und dann mache ich mir gleich noch was zu essen. Wieder essen. Wahrscheinlich, was mit Zimt oder so. Zimt habe ich auch viel gegessen. Also Sachen mit Zimt wie Grieß, Porridge. Ja. Alle bunte Mischung. Zur Beruhigung habe ich wegen den ganzen Informationen halt meine Bachblüten genommen. Die helfen mir wirklich sehr gut. Da komme ich runter, aber da habe ich auch Erfahrung seit 11 Jahren mit. Also seit 11 Jahren liebe ich diese. Ich bin heute bei 39 plus 6, also 40. Schwangerschaftswoche. Ich habe seit gestern Abend menstruationsartige Schmerzen. Bei Jamie ging es damals so los. Halten dauerhaft an. Ich bin mal gespannt. Also sonst senken wir hin und wieder mal eine. Die sind schon ein bisschen länger als gestern, so 15 Sekunden ungefähr.
Aber nicht der Rede wert. Ja, also heute Mittag habe ich einen Frauenarzttermin mit CTG. Und heute Abend kommt die Hebamme wegen Wehencocktail. Ja, einfach mal schauen. Ja, also wenn es losgeht, beende ich dieses Video dann. Und dann kommt eventuell dafür dann Geburtsvlog online. Ich muss schauen, ob ich das teilen möchte oder nicht. Aber dieses Video hier ja kommt ja online. Wir haben 10 vor 6, also beim Frauenarzt, beim CTG, das fand die Kleine nicht so gut wie immer. Sie hat richtig viel sich bewegt, hatte da 2 minimale Senkwehen, also Schmerzskala immer noch von 1 bis 10 bei 1. Sie hat sich halt so heftig viel bewegt, dass man die Wehen gar nicht gesehen hat. Im Wartezimmer hatte ich nochmal 2 Senkwehen, aber wie gesagt, die halten kaum an, ein paar Sekunden nur und ja, das ist also zu leicht, aber sie werden mehr. Im Wartezimmer hatte ich dann nochmal 2 danach. Beim Autofahren auf dem Rückweg nochmal 3. Da waren sie ein bisschen stärker. Ich hätte jetzt gesagt, auf Schmerzskala, mein Gott. Bei 2. Weil im Auto ist man ja ein bisschen eingequetscht, ne? Also gefühlt, also für mich eingequetscht. Man steht einfach nicht, kann sich nicht frei bewegen. Man ist eingequetscht. Ja, jetzt geht es mir auch schon besser. Gerade habe ich noch die Stoffwindeln aufgehangen. Da hatte ich eine Wehe. Jetzt sorge ich noch das Schlafzimmer, weil das konnte ich ja vorhin nicht, weil Kevin ja noch gearbeitet hat. Und danach mussten wir ja losfahren zum Frauenarzt. Ja. So sieht's aus. Meine strenge Frisur ist, weil ich duschen war vor dem Frauenarzttermin, um mich einfach frisch zu fühlen, weil ich ja nicht weiß, wie sich das entwickelt jetzt mit den Wehen. Dass ich einfach frisch bin, ja, und habe dann einfach einen Zopf gemacht, ne? Deshalb das Strenge.